Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 10. Dezember 2011 und wir befinden uns auf dem Willibandplatz in Frankfurt am Main. Und hier wird heute die x-te Occupy-Demo gegen die Macht der Banken und für die Zerschlagung der Macht der Banken stattfinden, auf der wir spielen werden. Und wir sind gespannt. Hinter uns steht bereits der LKW, auf dem wir gleich spielen werden. Und in wenigen Minuten werden wir aufbauen und dann einfach mal schauen, wie es so aussieht, ob wir den mächtigen Bonzen hier mal die ein oder andere Lektion erteilen können und ihnen zu erkennen geben, dass wir keine Lust haben, dieses Spiel, was sie mit uns spielen, noch weiter mitzumachen. Ja, lasst euch überraschen. Ich sag mal bis später. Kann man was hören? Ja? Das ist Occupy Frankfurt und die Bandbreite aus Duisburg. Und wir fragen uns eins: Was ist los in diesem Land? Ich sehe mich um in meinem Land. Mama weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Sie hat die Kleine an der Hand. Sie ist verzweifelt und ich kann es sehen. Politiker sprechen von Dekadenz und lassen sich von Lobbyisten schmieren. Sagen, mehr Erhöhung wäre nicht drin und senken Steuern für die Reichen her. Sie werfen Banken Kohle in den Schlund, doch für die Bildung fehlt das Geld. Nenn mir dafür nur einen Grund, wie das geht, wenn doch die Kohle fehlt. Sie sagen, so retten sie das System. Aber das System, das will ich nicht, weil Ungerechtigkeit in dem System schlichtweg recht und billig ist. Sing mit! Was ist los in diesem Land? Oh, 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 was ist los in diesem Land? Occupy Frankfurt steht hier und macht Lärm! Ja, dann möchten wir noch ein bisschen Musik für euch spielen. Die Bandbreite aus Duisburg angereist, um Occupy Frankfurt zu unterstützen und um mal darauf hinzuweisen, was hier eigentlich los ist. Was hier für Gebäude stehen und was darin passiert. Dass die meisten nicht wissen, dass Fiat Money Geld in unserem Land aus dem Nichts entsteht. Dass mit 5% Mindestreserve man es schafft, aus 5 Euro auf dem Papier 100 zu machen. Man inflationiert unser Geld und wir realisieren es gar nicht und wundern uns, warum wir immer weniger dafür bekommen. Und das machen die auf Knopfdruck. Keiner von denen ist von uns gewählt worden. Überhaupt keiner. Und es ist unglaublich, weil es nur Schulden gibt. Es gibt kein Geld. Es gibt nur Schuldner und die, die das Geld dann letztendlich bekommen. Die Gläubiger. Und das ist einfach eine Unmöglichkeit, auch das zurückzuzahlen. Und weil wir arme Säcke sind und wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben, springt der Staat für uns ein und verschuldet sich. Aber mit der Dynamik der Zinseszinsfunktion kann es nicht so weitergehen. Es muss einen Schuldenschnitt geben. Das ist das, was manche Banker nicht realisieren, weil sie ihr eigenes System nicht kapieren. Und diesen Bankern haben wir ein Lied gewidmet. Und das heißt Casino Global. So sieht's aus. Geld wird einfach erfunden, Fiat Money, aus der Luft geschöpft. Haben wir das Recht dazu? Können wir 5 Euro hinlegen und sagen, es werden 100 daraus? Nein, nicht möglich. Wer hat diesen Banken das Recht gegeben? Und wer hat dafür gesorgt, dass Derivate hier an der Börse gehandelt werden können, die dazu geführt haben,
dass wir uns in die Subprime-Krise so richtig schön mit unseren Landesbanken reingehängt haben. Wer hat das gemacht? Ja, war es Josef Ackermann? Nein, es war jemand anders. Es war Staatssekretär Jörg Asmussen. Der Mann hat diese Derivatehandel etabliert und deshalb sind wir voll drauf reingefallen. Und deshalb bürgen wir als Steuerzahler, als Staat, der wir sind, mit unserer Knete. Okay, ja, unser Auftaktsong. Was ist los in diesem Land, heißt es? Vielleicht kann man noch mal kurz anhalten, damit ein paar Leute mitbekommen. Okay, ihr seht hier immer noch die Leute mit den Spendendosen und alle Zivilisten links und rechts. Kann ich nur appellieren, da was reinzuwerfen, denn eine Bewegung muss sich leider auch irgendwie finanzieren, alles braucht Geld. Ich möchte an der Stelle nochmal bitten, weil wir von Duisburg, Achilles Mosere, aus Wien angereist sind hierhin, vielleicht uns zu unterstützen, indem ihr vielleicht die ein oder andere Platte kauft. Wenn es euch denn gefallen hat, was wir heute gemacht haben, würden wir uns sehr darüber freuen, damit wir unsere Spritkosten rausbekommen, weil wir quasi für Lauf für euch hier heute Morgen in Fante mit viel zu wenig Schlaf. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. So, bitte begrüßt ganz kurz, ja? Begrüßt ganz kurz Achilles Mosere, ex aus Wien angereist. Ein Applaus! Einen gemeinsamen Song wollen wir machen. Und er soll dazu aufrufen, dass wir uns nicht spalten lassen durch irgendwelche Vorurteile, durch Denunziationen, dass man Leute fertig macht und sagt, die dürfen auf gar keinen Fall mitreden, wie ein neues System aussehen sollte. Ich denke, wir sollten einfach jeden mit reinnehmen, egal ob es Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten sind, von mir aus auch Libertäre, Liberale, jeder soll da mitdiskutieren dürfen. Und wir sollten da per se keinen ausschließen und keine Denkverbote aussprechen. Und der nächste Song heißt Wo liegt die Wahrheit? Und ihr findet es vielleicht raus. Euch gut, Frankfurt? Ich kann euch nicht hören. Raum und Zeit geht in Europa eingeschränkt. So, die Wahrheitsbewegung steht den Medien am Brennpunkt. Dann ist der Beschwemmt blend und die Hyperwerke Reckless setzen über jeden, der sich über Mainstream-Schicht hinwegsetzt. Endlich checkt es der Bürger vor seinem Rechner. Das Bericht der Stadt uns auch niemals so schlecht war. Etablierte Medien wählen sich als Wächter. Doch angesichts der Themenwahl werden sie Gelächter. Denn existiert von allem auf der Welt genug. Wer weiß, was man uns vorher fällt, der weiß, man setzt uns auf den Zug. Ich schau dem zu, ich fange an zu handeln. Also kommt mit, wenn wir schaffen, schaffen wir zusammen. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Hab noch hier und so was sie, so lange bis auch du es siehst. Wo liegt die Wahrheit? Findet euch Gemeinsamkeit und tut euch nicht im Unterschied. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Zusammen die Probleme von uns allen anzugehen und zusammen für was stehen. Anstatt bei jedem von den Themen, die man findet, gegeneinander anzutreten. Yeah! Achilles Mosere aus dem schönen Wien, Dankeschön. Extra für euch angereist. Warte.